The Batman. Und mein übliches Vorgehen, dass ich direkt nach dem Film meine Gedanken ungeskriptet und ungefiltert aufspreche, das stößt jetzt hier an seine Grenzen, denn es ist fast 11 Uhr nachts, ich bin übermüdet und ich habe gerade ein 3-Stunden-Brett gesehen, denn das ist dieser Film wirklich. Und beim Thema Batman gibt es eigentlich auch nichts Neues, was man erzählen kann. Insbesondere, weil in den letzten Jahren durch DC und verschiedene Versionen die Figur so zahlreich ausgeschlachtet wurde. Trotzdem kann man sagen, dass dies ein Batman-Film ist, wie es ihn noch nie gab, mit Batman in der Hauptrolle. Was meine ich damit? Wenn ich zum Beispiel an The Dark Knight Rises zurückdenke, das war ein Bruce Wayne-Film über die Figur Bruce Wayne, die nebenbei auch mal zu Batman wurde. Und hier steht wirklich Batman im Zentrum mit einer Eigenschaft, die er zwar immer schon besessen hat, die aber in seinen anderen Filmversionen nie so voll zum Tragen kam, nämlich Batman ist ein hervorragender Detektiv. Allerdings, da das Ganze hier spoilerfrei bleiben soll, kann ich jetzt nicht so sehr auf den Inhalt eingehen, will ich auch gar nicht, sondern mehr auf die Machart. Und daran kam, und es fällt immer wieder ein Name, der hatte zwar mit dem Film nichts zu tun, aber er dient ganz gut, um so die Richtung des Films einzuordnen, nämlich David Fincher. Man kann also wirklich merken, es ist sowas wie Zodiac oder Sieben als Vorbild genommen worden, zumindest kommt es mir so vor. Und es wird hier im Grunde eine Serienkiller-Geschichte erzählt, eines Mörders, der in Gotham City reihenweise hochrangige Politiker umbringt. Batman unterstützt die Polizei bei diesen Ermittlungen. Und natürlich kommt so nach und nach eine Hintergrundgeschichte zum Tragen. Und wir wissen auch aus Trailern und sonstiges, wer der Mörder ist, aber nicht genau, wie er aussieht. Aber das ist die generelle Richtung. Hier habe ich aber leider ein, zwei kleine Probleme, denn es gibt wahnsinnig viele Dinge, die kennen wir aus der Batman-Geschichte, aus den anderen Verfilmungen und die werden hier nicht nochmal neu wiedergekäut. Das ist eine gute Sache. Zum Beispiel müssen wir nicht noch einmal die Erschießung der Eltern mit ansehen. Aber, und das ist mein Problem, es gibt Dinge, die erfahre ich nicht aus diesem Film, sondern der Film geht einfach davon aus, dass ich die aus anderen Werken kenne. Zum Beispiel, warum hat er ein Fledermauskostüm an, was ist da genau mit den Eltern passiert, kindreicher Eltern, wie lebt der und so weiter. Diese Dinge, oder wo hat er seine Gimmicks her, was nie wirklich ausgeführt wird. Aber das sind so ein paar Punkte, wo ich dem Film verzeihen kann oder so. Aber bei einem anderen Titel, bei einer nicht so etablierten Figur, hätte mich so etwas doch arge gestört. Ansonsten ist es natürlich die große Show des Robert Pattinson. Kann die Leute darüber spotten, ist er gut, ist er schlecht als Batman? Kann ich nicht sagen, er ist aber perfekt als dieser Batman für diese Version. Denn wir haben hier zwar natürlich einen Comicfilm, aber eigentlich mehr einen geerdeten Thriller, in dem einzelne Figuren halt die Namen haben von Figuren, wie wir sie aus den Comicvorlagen oder aus den anderen Filmen kennen. Ich bin sicher, man hätte zum Beispiel Colin Farrells Figur Pinguin auch mit jemand anders besetzen können und ihn nicht Pinguin genannt und es wäre einfach eine Unterweltgestalt gewesen. Man hätte aus dem Polizist Gordon auch jemand anders machen können und so weiter. Also ich habe echt den Eindruck, dass man hier ein sehr gutes Thriller-Drehbuch genommen hat und es dann für Batman-Bedürfnisse umgestrickt hat. Und ja, wie gesagt, das Ding geht über 3 Stunden. Brauche ich einen 3-Stunden-Batman-Film? Ich glaube nicht. Aber auf der anderen Seite gehört es hier zum Konzept des Films, bei dem, was er da macht und bei der Zeit, die er sich nimmt. Und es ist für mich ein positives Beispiel, wie man wirklich eine so bekannte Materie nehmen und einmal auf links drehen kann und wirklich komplett neue Aspekte daraus holen kann. Und wer da jetzt gerade Marvel gewohnt, was Spaßiges erwartet, kann man vergessen, der Film bringt in 3 Stunden nicht einen Witz. Ansonsten, er ist düster, er ist dreckig, er ist hässlich, er fährt eine unglaubliche Härte auf, er fährt einen unglaublichen Soundtrack auf und ein sehr physisches Erlebnis. Und wer jetzt auf wirklich Action hofft, der wird die kriegen, aber nur in dezentem Maße. Das gilt auch für einzelne Figuren und ihre Screentime. Ich will jetzt nicht sagen, wer wie lange ist, aber einige Figuren, die groß angekündigt sind, sind gar nicht so lange im Film. Ihr merkt, ich kriege das jetzt alles hier so nicht fokussiert. Ich glaube, der Film wird jetzt bei mir auch noch ein paar Tage im Hinterkopf arbeiten. Aber generell, ich empfehle ihn, definitiv. Er ist, ich weiß nicht, ob er der Hit des Jahres ist, das müssen andere entscheiden. Aber er ist eine hochgradig spannende Version alter Bemuster, die man hier entsprechend neu zusammengefügt hat.
Und ich weiß nicht, ob man daraus jetzt wieder eine komplette Serie machen muss. Der Film bringt wieder seine üblichen Möglichkeiten, wo man in einem Sequel ansetzen könnte, hätte er aber nicht gebraucht. Trotzdem, ich glaube, man hätte hier, das ist der Haken, einzelne Figuren anders einsetzen können und manchmal tauchen Figuren lange Zeit auf, verschwinden dann aber ebenso lange aus dem Film. Ich glaube, das Ding hätte man hier und da stauchen können. Deswegen gibt es nicht die volle Punktzahl, aber definitiv 4 von 5 Punkten und eine absolute Guckempfehlung. Wie seht ihr das? Habt ihr das Batman-Comic-Thema über oder interessiert euch dieser? Habt ihr Lust auf diesen? Erzählt mir das doch mal in den Kommentaren unter diesem Video. Ansonsten könnt ihr wie immer gerne einen Daumen da lassen, gerne ein Abo und wir sehen uns gerne zur nächsten Kritik. Macht's gut, bis dann, ciao.